Was Kyle MacDonald kann, kann ich schon lange. Wir sind heute wieder mal auf der Fashion Week unterwegs. Es regnet, es stürmt, es hagelt, es schneit, aber davon lasse ich mich nicht aus der Fassung bringen. Ich werde heute versuchen, mit dieser Flasche Schnaps einen höherwertigen Gegenstand gegen jeweils einen Schnaps einzutauschen, um mir am Ende eine Karte für die Guido Maria Kretschmer Show hier direkt hinter uns im Zelt von der Fashion Week zu ertauschen. Ja, das hat Kyle MacDonald schon mit einer Büroklammer gemacht und hat sich ein Haus eingetauscht. Und wir versuchen heute das Gleiche, nur besser. Los geht's. Hallo, dürfen wir dich mal was fragen? Ich habe heute was ganz Extravagantes vor. Ich möchte gern eine Karte für Guido Maria Kretschmer. Ich tausche jeweils einen Pfefferminzlikör. Ich trinke keinen Alkohol. Gegen jeweils einen höherwertigeren Gegenstand, um es dann im Endeffekt gegen eine Karte für Guido Maria Kretschmer einzutauschen. Ja, sehr schön. Ob das klappt, hast du was für mich, was wir vielleicht tauschen wollen? Ich kann dir ein Goodiebag geben. Oh, wirklich? Du kriegst dafür einen Schnaps? Ich trinke keinen Alkohol. Auch das nicht. Vorsicht! Hier ist ein Kabel. Bitte aufpassen. Mensch, hier wird Fernsehen gemacht. Solche Dilettanten. Unprofessionell. Einfach nur unprofessionell. Hier, unser erster Erfolg. Ein Goodiebag eingetauscht. Nicht mal gegen einen Schnaps. Wir haben einfach so ein Goodiebag bekommen. Wollen wir kurz reingucken, was da drin ist? Guck mal. Basenkräutertee. Irgendwelche Fashion-Magazine. Sie hat sogar den Alkohol drin gelassen. Ich würde sagen, das ist schon mal der erste Weg. Lasst mal weiter tauschen, ne? Sie kennen sich aus, junge Frau. Du hast hier, Oh Gott. Ja. Oh Gott. Das müssen wir nochmal machen, glaube ich. Schnitt. Den Gegenstand, den du mir gibst, den tausche ich wieder gegen was Höherwertigeres ein. Du hast nur geworden, weil du so sympathisch aussiehst. Im Endeffekt. Und nochmal neu. Sie sehen so aus, als würden Sie sich auskennen mit Mode, junge Frau. Ja, kann sein. Um im Endeffekt tausche ich mich für die Guido Maria Kretschmer Show ein. Aber Eva, ich weiß, dass du Guido persönlich kennst. Ich kenne ihn, aber was soll ich da machen? Der ist jetzt hinter der Bühne, ist wahrscheinlich mega aufgeregt und alles. Und ich kann jetzt wirklich nichts machen. Ich würde es total gern machen. Gar nichts. Ach Menno, dann komm halt einfach mit rein. Ich sage einfach, du bist mein Assistent und mein Schleppenträger. Ja, da, ich bin ein Schleppenträger, oder? Das machen wir komm, jetzt so. Ich bin ein Schleppenträger. Kommst du einfach mit rein? Ich bin Evas Schleppenträger. Mach mich wahrscheinlich. Ich bin Evas Schleppenträger. Aber mit diesem Ding hier. Guck mal, du kriegst die Einladung von Wladimir. Das ist, du möchtest aber einen Schnaps schon, oder? Weil so viele Leute wollen keinen Schnaps. Ich trinke keinen Alkohol. Und jetzt möchte ich Sie fragen, haben Sie etwas, was Sie mit mir tauschen wollen? Bestimmt, wenn Sie mal kurz halten. Ja, klar. Eine Wasserflasche geben? Ja, das ist gut. Und dafür kriegst du einen Schnaps. Was könnte ich denn eintauschen? Okay, ein Lipliner. Ja, das ist toll. Da sind Frauen immer dabei. Und das ist wirklich, auch den geben Sie mir? Dagegen. Ja, klar, ich brauche nichts dagegen. Viel Spaß und ich muss jetzt leider. Vielen Dank. Yeah, that's nice. Put it in my bag. And a condom, that's great. Yeah. That's nice to have. It's only for a young boy like you. Ein Lipliner von der Marke MacGyves. Ja. So, keine Ahnung. Ich könnte dir ein Blasenpflaster anbieten. Ein Blasenpflaster ist schon mal nicht schlecht. Für die Fashion Week ist es gut. Du bist mein Wicked Girl. Du machst mich Wicked Girl. Du machst mich crazy, baby, yeah. Blasenpflaster finde ich gut. Blasenpflaster, ja, Blasenpflaster. Übrigens, ich stehe nur Frauen. Ach echt? Du bist nämlich ein Wicked Boy, aber kein Wicked Girl. Du bist mein Wicked Girl. Baby, baby, yeah. Check it up, baby. Ihr werdet noch viel von mir hören. Alfie Hardcore in the house, yeah. Ich will mich hochtauschen. Ich will mich hochtauschen und zwar von... Oh, da drüben, Prominente. Junge Frau! Hallo, dürfen wir Sie ganz kurz was fragen? Na klar. Wir wurden gerade des Platzes verwiesen. Ich weiß nicht warum. Wir filmen hier, wir machen hier investigativen Journalismus. Ja. Sie kommen mir bekannt vor. Ja, ich habe eine Styling-Show im ZDF. So, aber was sind machen das wir echte hin? Amethyste? Ja, habe ich alles ausgeliehen bekommen. Du, ich muss ganz haben Sie was Sie mit uns tauschen können? Das ist ja das Problem. Ich habe nichts. Sie haben selbst alles geliehen. Ja. Junge Frau! Wollen Sie kurz zu uns rüberkommen? Da dürfen wir nicht mehr hin. Das ist aber lieb. Hallo. Gerne. Na, hallo. Ihr Armen müssen. Wir haben was vor. Ja, bitte. Was denn? Der Beutel, der löst sich auf hier in Wohlgefallen. Haben wir schon ein Hausverbot? Ach so, stimmt. Hier ist ja gar kein Haus. Kein Hausverbot. Wo kein Haus ist, da kein Hausverbot. Diese ganze verdammte Tüte, die reißt mir gleich hier. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die halten soll. Ich habe eine Tüte gefunden, da können wir unsere Tüte reinmachen, die ist stabiler. Lass mal auskippen.
So. Sehr gut. Ich fühle mich wie ein Obdachloser. Mein ganzes Hab und Gut in einer kleinen Papiertüte. Toll! Wir sind hier mittlerweile Backstage auf der Fashion Week. Hier hinter uns ist die Tür, wo es reingeht, wo die Show abgeht. Hinter uns hier bei Guido Marie Kretschmer. Und wir werden jetzt reingehen, Backstage auf die Fashion Week, würde ich sagen, ne? Komm mal rein. Und hier direkt hinter uns sitzen Prominente. Guido Marie Kretschmer. Die Show wird direkt gleich hier laufen. Ich würde sagen, wir gehen kurz um die Ecke, denn dort passiert einiges. Es gibt Bonbons, es gibt Blumen, es gibt Süßigkeiten. Hallo, dürfen wir uns kurz zu dir setzen? Wir haben dich nämlich schon von Weitem gesehen. Okay. Und wir dachten uns, du bist sicher jemand, der sich auch mit Mode auskennt. Stimmt, von wem seid ihr denn? Wir sind von Fashion TV, das ist ein Ableger von Vogue, also von Vogue TV, das Online-Angebot von Vogue TV. Okay. Was machst du heute hier? Ich habe mein Ticket blöderweise für die Kretschmer-Show verloren und bin jetzt gerade nicht mehr reingekommen. Echt jetzt? Ärgerlich. Ist das ein echter Pelz? Du bist ja süß, du kommst mir echt dicht. Aber was ist denn das? Ist das ein Taftrock? Das ist ein Tüllrock. Ein Tüllrock ist Tüll und Taft. Wo ist denn da der Unterschied eigentlich bei Tüll und Taft? Na, Taft ist glatt und Tüll ist genauso. Müssen wir den Bereich räumen? Jetzt müssen wir den Bereich räumen. Wo können wir jetzt hingehen? Ich glaube, ich mag jetzt auch nicht mehr. Okay, wir wollen dich auch nicht belästigen. Hallo. Oh. Zum einen mit den Sachen, bitte einfach mal das Haus verlassen. Ach so, okay. Okay. Willst du sie raus, bitte? Und ich würde sagen, es war wie ein erfolgreicher Abend. Wir haben zwar überhaupt nichts erreicht, haben dafür eine Flasche Julius Mumm. Zwei Flaschen Julius Mumm. Ein Kondom, ein Blasenpflaster und ein Lipliner. Ja, ich würde sagen, und Basentee, den wir verloren haben. Wir haben eine Erlaubnis. Ich habe die Erlaubnis zwar nicht ausgedruckt, aber ich habe sie hier drin. In meinem Herzen. In meinem Herzen habe ich die Erlaubnis für die Fashion Week. Und ich würde sagen, liebe Fashion Week-Freunde, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Und zwar genau an dieser Stelle. Hinter dem Brandenburger Tor, vor dem Fashion Week-Zelt. An gleicher Stelle, an gleicher Welle. Euer Sebastian Roth.